So, der Turmritter ist down. Wir haben genügend Kondition, dass wir jetzt sogar noch einen Helm tragen können. Ist doch super. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Das erklärt, warum der Wiki meinte, ich habe einen Boss gemacht, den ich eigentlich noch hätte gar nicht machen sollen. Aha. Ja, das ist ja doof. Das ist ja doof. Jetzt überlege ich gerade, gehen wir dann ins nächste Gebiet? Ja, ich habe da noch eine Rechnung offen mit denen. Ja gut, also ein Erzdämon, was auch immer ein Erzdämon ist. So, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt auch wieder zu Hause mit meiner ganz normalen Fast Roll. Ist schon besser, ne? Definitiv. So, lass mal die mal wieder ihre Lust machen. So, mit diesen komischen Zauberern habe ich nämlich noch eine Rechnung offen. Jetzt, wo ich nämlich mal wieder Heilung habe, ist mir das wahrscheinlich hoffentlich auch alles einfach ziemlich scheißegal. Und ich mache die einfach jetzt hier so fertig, wie sich das gehört. Unfassbar. Ach war scheiße, da waren ja noch die Wauzis. Ich erinnere mich. Können diese Scheißviecher nur so wahnsinnig viel Schaden machen? Das ist doch abartig. Unfassbar. Ja, leider kann man die Gegner nicht anders machen. Ist zwar auch dämlich, aber es ist halt so. Boah, ja schon ein richtig gutes Gras, um mich hier zu heilen, ey. Guckst du so blöd? Ach, das war seine komische Peitsche, die hat so krank viel Schaden gemacht, ne? Oh, yo! Wie schneller manche Attacks machen kann, ist ja abartig. Heilung. Vollmondgras. Yes. Warum nicht gleich so? Warum denn nicht gleich so? So, nächster. Bei dem bin ich jetzt einmal gestorben, weil irgendwie alles ganz schief lief. Komm her. Mir egal. Backstab macht doch bei denen überhaupt keinen Schaden. Also, oder meinst du bei den Dicken? Ja, bei den Dicken schon ein. Testen wir aus beim nächsten. Oh, was ist jetzt? Natürlich. Er greift genau dann an, wenn ich angreife.
sodass ich den ganzen Schaden fresse. Das ist der Hammer. Nervig, ohne Ende. Dreck. Noch mal so ein Gras anreißen. Kommt der jetzt? So. Dann lag da noch um die Ecke einer. Oder? Ne, hier war keiner mehr, ne? Na, hier war Loot. Und dann kam auch schon der Zauberer, ne? So, aber da ist jetzt die Brücke eingestürzt. Das ist ein Arsch. Das heißt, ich komme da ja gar nicht hin. Oder muss ich darüber balancieren? Ich muss da jetzt nicht allen Ernstes drüber balancieren, oder? Das wäre ja assi bei dem Zauberer. Ach doch, so! Das ist auch noch Homing Shot! Der verfolgt mich, der Feuerball. Ach so! Was für eine Scheiße ist das denn? Wollte ich irgendwie schauen, dass ich einen Backstabbe, aber hätte mich mal lieber heilen sollen. Das ist doch Kacke. Oh, und auch da ist der Weg einfach nur wahnsinnig nervig. Jedes Mal wieder dann bei denen da rumgammeln. Und mit diesen nervigen Attacken da arbeiten. Schon stressig. Ich frage mich, ob ich die nicht einfach alle skippen kann. Weil die geben ja noch nicht mal Seelen oder so eine Scheiße. Wow, volle Kanne daneben geschlagen. Wahrscheinlich kann ich nicht skippen. Weil spätestens wenn die Bautzis da sind und dann hätte ich alle am Arsch. Wäre wahrscheinlich nicht so gut. Oh ja, hier schön beide treffen. Oh, und dann ist auch natürlich jetzt eigentlich mich wieder völlig umsonst geheilt. Mann. Ach, die Wauze töten mich jetzt wahrscheinlich eh. Außer ich kann sie voneinander isolieren, dann geht's wahrscheinlich. Da habt ihr gerade gesehen, wie die aufgeploppt sind. Eiskalt. Ja, ich hab's mir schon gedacht, oder? Oh, ich lebe. Ich weiß nicht wie, aber ich lebe. Oh, das schöne Gras. Das Problem, ich muss ja hier weitermachen. Ich habe ja keine andere Wahl mehr. Der Boss ist ja tot. Jawohl, beide Treffen ist super. Beide Treffen macht mich glücklich. Thank you.
steht er halt sehr ungünstig, weshalb mir das Backstab hier etwas schwer fällt. Alter, wie viel Schaden das macht. Hier Backstab ist kacke. Da gehe ich einmal falsch ran, dann bin ich halt einfach tot. Wenigstens hat er immer Vollmond, Gras, sogar zwei. So, was gab's da jetzt gerade für eine neue Waffe? Die Rundaxt. Eine lange Großaxt mit einer halbmondförmigen Klinge, eine bevorzugte Waffe der beleibten Minister. Mit ihrem müden Lächeln. Ihr hohes Gewicht demonstriert die unglaubliche Stärke des Ministers, die sie führen. Scheiße, was ist, wie viel wiegt die? 7. Das ist schlecht. Kann sie eh nicht nutzen, weil Geschicklichkeit 12. Gut, dann hat sich's erledigt. Mit Sicherheit könnte ich Pfeile kaufen und mir das hier ein bisschen erleichtern. Aber ehrlich gesagt sind mir meine Seelen, sind mir die Pfeile keine Seelen wert. Da habe ich es lieber schwer und muss schauen, wo ich hinkomme. Typen sind kein Problem. Okay. Jetzt habe ich ihn nur leider vollkommen vergessen. Ich dachte, das wäre schon der da um die Ecke gegammelt ist. So kann man sich irren. Wie kommen wir da jetzt rüber? Ohne dass der uns großartig auf den Sack geht. Vielleicht ignoriere ich ihn und springe einfach dann auf der anderen Seite runter. Ich gehe mal davon aus, auf der anderen Seite geht's weiter. Boah, das ist echt eine haarige Geschichte, ey. Gleich rüber jumpe, dann geht's. Ich will ihn töten. Was? Ich kann nicht backstaben, das ist halt das Problem. Könnten aber runterschubsen vielleicht. Okay, jetzt habe ich da unten nur noch mehr Gegner. Okay. Was? Er versucht mich da zu erhitten? Erstmal den Hebel. Weil dann kann ich da jetzt nächstes Mal einfach durch. So. Damit habe ich ein großes Problem weniger. Und ich hoffe, dass da jetzt auch einfach das Heilkraut drin ist, was ich will. Und
und dann passt das. Perfekt. Ja, okay, Scherben. Das Gras ist genau das, was ich wollte. Ja, es geht schon. So, wenn du mal wieder ein bisschen Heilung am Start hast, ist das alles überhaupt kein Thema. Ebel, ja, was du sagst. Und noch mehr Scherben. Ich habe schon so viele Scherben, dass ich manchmal Action am Überlegen bin. Hallo. Ob ich nicht doch schon mal so ein, selbst dieses Standardschwert verschärfe. Oder beziehungsweise einfach verbessere. Weil wir auch so gut wie gar keine Stärke skillen. Stärke ist auch echt nicht so wichtig. Ach was, jetzt habe ich doch in diesen... Ah ne, das war wegen der Leiche. Okay. Ja, ja, der Moment, wo der Backstab einfach keinen Schaden macht. Ne? Ja, dann lohnt es sich ja vielleicht doch. Jetzt kann ich ja durch alles durchsprengen, jetzt ist ja keine Fat Roll mehr. Also geht schon. Ja, ich habe so viel Scherben, wie gesagt. Okay, und die Soldatenseele. So, und jetzt muss ich einfach da wieder hoch, ne? Das ist okay. Da hoch und hier kann ich überwachen. Okay, und Nebel. So, in Dark Souls wäre hinter dem Nebel jetzt ein Leuchtfeuer gewesen. Ja. Aber gut, es ist ja quasi trotzdem eine Also ich kann ja da jetzt trotzdem jetzt. Oh, was ist das denn? Eine Feuerechse? Oh, das ist aber schön hier. Aber warum glaube ich, dass die Feuerechse nicht gut ist für mich? Kann ich sie überhaupt angreifen? LOL! Ich kann die, konnte die gerade nicht hitten. Ich weiß nicht warum. Schmelzsteinscherbe? Was denn eine Schmelzsteinscherbe? Eine Lavascherbe, von der intensiv Hitze ausgeht. Dieses einzigartige Erz kann alle anderen Erze zum Schmelzen bringen. Eine aufgewertete Waffe in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Okay. Solange jetzt hier nur diese komischen Arbeiter da sind, das erstmal kein weiteres Problem werden. Ich höre da was glitzern. Halbmondgras, Gott sei Dank.
Oh mein Gott, das war's. 5 von diesen Feuertypen, okay. Wie soll ich denn da rankommen? Was ist mit denen? Können die jetzt was Besonderes, die mit ihren Schmelzklingen da? Ach, sie sterben genauso wie ich. Witzig. So, nächster bitte. Oh, der hat eine sehr, 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 sehr lange Klinge. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht runterfällt. Er braucht dementsprechend lange. Und da ist schon wieder Nebel. Hat sich im selben Moment zugeschlagen. Fluchtroute. Darf ich Fluchtroute so deuten, als wäre da eine Abkürzung? Ich hoffe, ich darf das so deuten. Ich habe zwar jetzt keine Abkürzung gesehen, also keine irgendwie Tür oder so, aber ist egal. Mehr Scherben. Das ist ja krass, wie viele Scherben ich einfach habe. Der Mirthammer. Alter, wie viele Hartsteinscherben hat der denn? 9 Hartsteinscherben? What? GG. Ich habe 22 davon, da kann ich locker einmal aufwerten, dieses Schwert. So, und was habe ich gerade für eine geile Waffe bekommen? Der Mirthammer. Den könnte ich sogar nutzen. Den könnte ich wirklich nutzen. Ist aber eine Stangenwaffe, also nicht so mein Ding. Eine Stangenwaffe mit einem harten Aufsatz. Stangenwaffen können mit einem Schlag mehrere Ziele niedermähen, sind aber schwer zu handhaben und setzen sowohl Stärke als auch Geschick voraus. Die längst verlorene Region Mirt ist der Ort... Ah ne, das kann ich nicht nutzen, oder? An dem einst die ersten Tempel errichtet wurden. Daher ist diese Waffe für Priester von besonderer Bedeutung. 12 Geschicklichkeit. Ich habe 11, ne? Ah, ne. Oh. 10. Okay, kann ich nicht nutzen. Das hier ist ja schön. Nochmal eine Heldenseele. Sichelmondgras. Das ist... Ah! Drehe ich hier zufälligerweise... Mir eine da ganz am Anfang, wo der Typ saß, den Aufzug so, dass ich da jederzeit runter und rauf kann. Ist das möglich? Ja, das dreht sich jetzt einfach die ganze Zeit. Ich könnte jetzt zurück. Ja, mega. Das ist nicht blöd. Das glaube ich, werde ich sogar in Anspruch nehmen, weil dann kann ich noch einmal leveln. Muss einfach drauf springen, nehme ich mal an, ne? Ha! Ja, das ist genau da, wo ich dachte. Oh, nee, es könnte mich sogar nochmal in einen ganz anderen Ort bringen. Warte mal. Hier waren wir ja noch gar nicht. Wow! Da ist jemand. Netter Kerl! Hi! Hmm. I haven't seen you around these parts. Ah, ist das der andere? What does it matter? You need a blacksmith? Show me some coin. If not, head straight for the door. Das ist auf jeden Fall der andere. Waffe aufwerten. Na, wie gesagt, ich könnte das eigentlich locker mal machen.
Wäre eigentlich schon geil. Ich meine, die Schwerter, die nachher richtig gut sind, werden wahrscheinlich diese Hartsteinscherben nicht brauchen, oder? Bogdan? Kann ich mir da jetzt einen kleinen Gefallen tun und die schon mal aufwerten? Ist wirklich nur er hier? Ansonsten ist hier nichts, oder was? Ungesehene Heldenseele. Hier ist scheinbar ansonsten gar nichts. Okay. So. Was ich aber machen werde, ist auf jeden Fall jetzt zurückgehen. Da können wir nämlich locker einmal leveln. Juria, die Hexe. Top. Naja, bisher, also das zweite Gebiet gefällt mir bisher schon. Wo ist sie denn? Das. Was denn? Soul of the mind, key to life. 3300. Wir haben noch ein paar Seelen, weshalb ich wusste, dass ich auf jeden Fall einmal leveln kann. Sister geht sich genau aus. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world. Ich mach noch einmal Kondition erstmal. Dann könnte ich wahrscheinlich mal auf Vitalität wechseln oder so. Hello again. I'm keep. Den 100. Kettenbrecher können wir da eigentlich auch mal reinlegen. Die Schilde auch, die brauche ich nicht mitführen. You have a heart of gold. Top! Das ist ungefähr so, wie ich es wollte. Da, hier, das sind die beiden. Ed und Baldwin, genau. Baldwin ist bei uns und Ed ist wahrscheinlich dann der da unten. Doch, da haben wir uns eine schöne abgezisse. Wir brauchen keine Bonfires. Nein! Oh, du nimmst ja kaum Fallschaden. Wir brauchen keine Bonfires. Wir brauchen einfach nur humane Abkürzungen. Ah, ich glaube, von der anderen Seite komme ich da leichter hin, wa? Ja, wenn ich da jetzt gerade Loot sehe, muss ich mal gucken. Loot klingelt bei mir an der Tür. Nice, nice. So, ich werde jetzt mal eben fix in Ruhe essen, weil dann kann ich mich auch wieder deutlich besser konzentrieren. Dann haben wir uns unser Bierchen verdient. Währenddessen, damit ich euch nicht langweile, zeige ich euch was. Und zwar eine Sache, von der ich auch, die ich auch noch nicht komplett gesehen habe. Nämlich, das Best of Dark Souls 3 von mir. Da kenne ich nämlich selbst Teil 2 noch gar nicht. Und das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Und ich denke mal, in der Zeit sollte ich das gegessen haben. Finde. Da haben wir es doch schon.
Okay, das geht 10 Minuten. Wahrscheinlich werde ich in 10 Minuten nicht fertig sein, aber das ist schon okay. So. Dann würde ich sagen, blende ich euch das mal kurz ein. Denn das ist eigentlich ziemlich witzig. Also zumindest Part 1 kenne ich, da habe ich lachen müssen. So. Dann viel Spaß und bis gleich. Ist dieser Ethos von Lakon, ist das ein Heiltrank? Ja. Was? Rasten? Ja, toll, hätte ich mir den Heiltrank auch sparen können, wa? So, was haben wir hier? Kehr um. Nö. Doch, ich glaube, ich mache das mal lieber. Ich glaube, Dark Souls ist so eine Art Spiel. Da tue ich lieber, was die von mir verlangen. Sonst kriege ich nur übertrieben hart aufs Maul. So. Hat der was für mich? Du hast nichts für mich. Was bist denn du für ein Assi? Hau ab. Kann ich da rauf? Kann ich klettern? Ich musste da direkt drauf springen. Es gibt keinen Kletterknopf? Nee. Tja, wer weiß, wie ich da wieder hochkomme. Dann üben wir das mit dem direkt drauf springen nochmal. Okay, wir üben das nochmal. Und... Höp! Geht doch. Ja, hier, hau ab. Komm, verschwinde. Weg mit dir. Will dich nie wieder sehen. Hau ab. Tschüss. Upp. Nee, Kollege. Nee. Warum weiß ich jetzt schon, dass er mir... Da liegen doch schon 5 Blutflecken. Hier hat irgendjemand schon richtig hart auf die Fresse gekriegt. Schwert entfernen. Haha, ist aber eine dumme Idee. Kann ja keine gute Idee sein. Okay, und erster Boss confirmed. Hui. Autsch. Das tat weh. Junge. Nein. Eieieiei. Der erste hat mich erwischt. So ein Ärgernis aber auch. Oh, sag mir nicht, ich muss alle Gegner töten, dass ich da durch darf. Ach so, wenn ich den Nebel durchquere, dann ist er einfach instant da. Ja, dann. Au. Wir lernen den Gegner jetzt erstmal kennen. Oh mein Gott. Okay, wenn ich zu früh wolle, dann kassiere ich auch. Oh, was ist denn jetzt los? What the actual fuck? Hab ich was verpasst? Au. Alter. Ich sehe den Kollegen mal an. Nein. Oh Leute, es tut mir leid. Ich bin so Skispringen geschädigt von gestern. Okay, wir sind die Epic Sex Guy Band. Das ist für mich so bisher die einfachste Geschichte, wenn er einfach nur dumm rumspringt. Aua. Ich denke mal, ich werde nicht mehr allzu lange brauchen. Ich werde kein Schild zur Hand nehmen. Das sage ich euch gleich. Dazu wird es nicht kommen. Oh, der geht aber auch wieder so schnell wieder in die Offensive, der Junge. Damn it. Alter. Wie willst du das dem denn ausweichen? Was ist das für eine kranke Scheiße? Eine Ewigkeit später. Boom! Boom! Ohne Heiltrank, zweite Phase. Noch Fragen? Also ich schaue mich ja sowieso immer perfekt um. Ja, das mit dem Menü habe ich auch gerade verstanden. Dankeschön. Das Menü kommt nach dem ersten Boss. Wenn der nicht angreift. Oh.
Ganz ehrlich, wenn der... Der heilt sich? Sag mal, hackt's? Das darf ich, aber doch nicht du. Sag einmal. Das kann ich so nicht dulden. Wow. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Wow, was ist denn hier los? Die Feuer... Der Feuerbandschrein. Okay. Hi, wer bist du denn? Servus. Wie geht's so? Ist das etwa Leuchtfeuer oder ist das etwa ein Krabbler? Was? Reisen, Zauber einstimmen, Lagerkiste organisieren, untoten Knochenspittler verbrennen? Was? Mann, oh Mann, das ist ja noch größer als ich dachte. Und bleiben wir am... Ach Mann, ey, das ist so... Das ist echt bescheuert, weißt du? Der krankeste Kämpfer des Universums gefühlt, aber er kann diesen halben Zentimeter, kann er da nicht rauf. Dass die Charaktere nicht klettern können, macht mich total wahnsinnig, ey. Da! Weißt du? Man könnte glatt von einem Boss davon klettern. Von mir aus, ja, aber... dann so ein automatischen Klettern-Ding bei Nicht-Bossen oder so. So. Jawohl, gebt mir eure Seelen. Der ist ja langsam. Oh. Hätte man vielleicht so nicht sagen sollen, ne? Tschüss! Hui! Ihr wollt es ja nicht anders. Bevor ich genervt bin, dass jeder rummeckert, dass ich den nicht mache, dann mach man jetzt eben. Hau ich dem jetzt auf die Fresse. Vielleicht meint ihr den. Oh oh. Hui! Kann der bitte erstmal irgendwo hinkommen, wo ich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen habe? Kommt der nicht näher? Hui! Okay, 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 okay. Message ist angekommen. Komm. Sehr schön, der hält ein bisschen. Alter, ist das... What? Au. Leute, ich muss keine spezielle Taktik mehr verwenden. Ich hatte ihn schon. Wenn ich jetzt einfach die richtige Taste drücke, ist er tot. Nein! Oh nein! Oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Unfucking fassbar. Jetzt aber Last Try. Alles klar, machen wir so. So, wie war das mit dem Last Try? Kann doch wohl nicht so schwer sein. Siehste, ich hätte einfach vorher pinkeln gehen müssen. Ich war jetzt viel ruhiger. Das ist Geheimnis. Ich hätte einfach pinkeln müssen. Wow, sind hier viele Gegner. Vielleicht sollte ich mich erst um den kümmern, der charge, oder? Surprise, Motherfucker. War das nicht gerade noch eine Boss-Mutation? Ich glaube, ich bin nämlich kein... Ich war noch nie in irgendwelchen Spielen Zweihänder. Ich glaube, ich hätte das gerne einhändig. Das ist nämlich absolut nicht meine Welt. Ich werde kein Schild zur Hand nehmen. Das sage ich euch gleich. Dazu wird es nicht kommen. Ja, schöne Laterne hast du da. Leute, einhändig ist eher meine Welt. So, was machen wir hier? Wie geil ist das denn? Ich musste gerade so laut auflachen, ey. Der war tatsächlich nicht mit einem Hit tot. Was der sich so erlaubt. Habe ich gerade durch den Hechtsprung was kaputt gemacht? Ah! Okay, ich muss nicht zuschlagen. Ich dachte mich einfach, läuft bei ihm. Oh je. Oh Gott, ein Ritter. Oh oh. Kann ich zum Beispiel jetzt sagen, komm, wir rennen jetzt einfach durch. Okay. Also spätestens hier funktioniert das nicht. Ja gut, jetzt habe ich hier eine kleine Party angezettelt, ne? Eine kleine, aber feine Party. Oh, war okay. War eine nette Party. Ist okay. Okay, dann laufe ich. Wenn ihr sagt, das funktioniert... Oh, das funktioniert gar nicht. Oh, oh. Nein, das war eine scheiß Idee vielleicht. Ja. Oh, ich bin zum Arsch. Nein! Hi, guys. Und tschüss. Ich bin raus. Oh oh. Ja gut, man könnte fast sagen. Okay, jetzt habe ich es mir nur noch schwerer gemacht. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Befürchte fast, das funktioniert so nicht. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Wo komme ich dann runter? Oder wo komme ich dann hin?
Okay, ich weiß, was da oben ist. Obwohl, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich weiß, was da oben ist. Was zum... Hab ich was verpasst? Ich meine, Dankeschön, er hat alles getötet gerade, aber... Alter, ich bin sowas von raus. Ich bin sowas von raus. Ihr könnt mich alle mal. Warum liegt denn das Zeug hier? Nein! Ihr könnt mich alle mal. Was zum Fick war da gerade los? Ich weiß nicht, was es war. Es hat auf jeden Fall alles getötet. Und mich gefühlt gleich mit. What? Nicht euer Ernst. Eins steht fest, wir sollten da oben nicht lang gehen. Hi. Meine Herren, aber gegen den muss ich doch nicht kämpfen, oder? Scheiße. Oh Gott. Kritischer Gegner voraus. Okay. Gut. Wir wussten, da kommt ein kritischer Gegner. Ja. Gut. Jetzt weiß ich das auch.